dem Tag, an dem das Ende seinen Anfang nahm, habe ich meinen besten Freund getötet. Und zum ersten Mal das Mädchen umarmt, das ich liebe. Hey, du bist unheimlich gesprächig. Jetzt halt den Schnabel, du! Du blöder Vogel! Ich weiß, wo du wohnst! Lululu, der Apfel kann viel mehr als du, du, war du, das? Du. Wenn Nami das nicht für mich getan hätte, hätte mich dieser Arlong bestimmt umgebracht. Was soll ich jetzt nur machen? Das ist nicht einfach. Wie soll ich ihr das nur jemals zurückzahlen? Mami, bist du es wirklich? Mami! Endlich habe ich dich gefunden nach all den Wintern. Ich wusste, dass wir uns wiedersehen. Mich los, Psycho! Was weißt du schon, Takashi? Mich täuschst du nicht. Ich hab dich durchschaut. Mir ist klar, was in Wirklichkeit dahinter steckt. Du hast Hisashi nie gemocht, weil er mein Freund war. Hab ich recht? Ich hab sie. Wo sind sie? Sotobori-Straße. Kagura Sakashita. Und Havoc, ist sie bei ihm? Ist sie. Aber... Ich mag keine Dummköpfe. Vor allem die nicht schnallen, dass sie nur Stroh im Hirn haben. Aber da du ein Dummkopf bist, der ganz genau weiß, dass er dumm ist, reduziert es deine Dummheit auf ein für mich erträgliches Maß, du Dummkopf. Hannah macht sich ihr Lieblingsmüsli. Hannah hat eine Überraschung in ihrem Müsli gefunden. Und Hannah freut sich über ihr neues Äffchen-Tattoo. Wenn ich jedem von denen den Schädel zertrümmern würde, wäre das für uns ein zu großer Zeitverlust. Wir kämen niemals hier raus. Und außerdem sind diese Untoten unglaublich stark. Aus ihrem Griff kann man sich kaum befreien. Oh. Also gut, Barney, ich lasse dir die Wahl. Entweder jetzt 10 Ohrfeigen hintereinander oder nur 5 Ohrfeigen, die von jetzt an bis in alle Ewigkeit jederzeit verabreicht werden können. Sagt mal, könnt ihr das Ganze nicht erzählen, ohne mich zu begrapschen? Nein, das habe ich von meinem Vater gelernt und eines Tages muss ich ihn unbedingt übertreffen. Das müsst ihr garantiert nicht! Ja, und damit kann man auch einiges anstellen. Sprich mal was rein. Wer weiß. Vielleicht ist es im Königreich der Katzen wirklich sehr schön. Man liegt den ganzen Tag nur rum und faulenzt, oder? Ah, klingt das himmlisch. Jede Menge feines Essen, danach ein kleines Mittagsschläfchen, keine Sorgen mehr. Vergib mir! Ich kann weder die Polizei noch die Feuerwehr erreichen. Auch wenn ich die Gebissenen verarzte, sterben sie und werden dann zu Zombies. Deprimierend. Das ist ein bisschen so wie in den Horrorfilmen, die sich manche Leute so gern ansehen. Oh, der ist ganz schön groß. Wirklich? Oh ja. Mit dir ist Sex sowas wie eine Achterbahnfahrt. Die Fahrt ist nett, aber man ist nie echt in Gefahr. Mit Alan ist es wie auf der Rückbank eines Autos, das von einem echt schlauen Känguru gefahren wird.